Also jetzt haben wir einen Überlebenden gefunden, vielleicht auf 100. Das ist immer noch gut. Es kann immer vorkommen, dass einer irgendwie überlebt, dem Virus kann ausweichen. Mein Name ist Isabelle Andermatt, ich bin 59 und habe Veterinärmedizin studiert. Mein Name ist Martin Andermatt, ich bin 58, habe Agronomie studiert und seit 30 Jahren entwickeln wir biologische Pflanzenschutzmittel, entwickeln, produzieren und verkaufen. Martin und Isabelle Andermatt, die Schweizer Pioniere im biologischen Pflanzenschutz. Gegen Obstmarden half früher nur Chemie, dann kam das Ehepaar Andermatt. Ihr Viruspräparat wurde innerhalb von 30 Jahren zum wichtigsten biologischen Pflanzenschutzmittel gegen die Obstmade weltweit. Hallo, hallo. Schön, dich wieder mal zu sehen. Ja, gleichfalls. Schon lange her. Isabel. Andermatts treffen Samuel Spahn. Der Biobauer aus Dietikon probierte als erster Andermatt Spritzmittel aus. Doch die Behörden waren skeptisch, denn Viren hatten in den 80er Jahren einen schlechten Ruf. Und dann hat er schon gesagt, um Himmels Willen, wir haben AIDS und ihr wollt Viren auf den Markt bringen, vergesst es. Aber es hat zum Glück auch ganz vernünftige Leute gehabt, die das seriös angeschaut haben. Und es ist eben erstaunlich, aus der heutigen Sicht, erstaunlich schnell gegangen. Auch viele konventionelle Bauern wollen heute keine Chemierückstände auf dem Apfel, spritzen darum mit Andermatts Viren. Sie sind in einer Flüssigkeit gelöst. Wenige Milliliter reichen für eine ganze Plantage. Die Obstmadenbekämpfung war ein Riesenproblem vorher. Man hatte eigentlich nichts gehabt. Der gesamte Bio-Obstbau hat quasi auf das gewartet, oder? Ohne das Virenspritzmittel wäre jeder dritte Apfel wurmstichig und nicht mehr als Tafelobst verkäuflich. Andermatts nehmen uns mit zu ihren Anfängen nach Oberglatt bei Zürich. Hier wohnten sie in einer Studenten-WG. Er studiert Agronomie, sie Tiermedizin. Hier beginnen sie mit Madenvermehrung und Virenproduktion. Die eigene Küche ist ihr erstes Labor und im Heizungskeller wachsen die Maden. Der Beginn der eigenen Firma und der eigenen Familie. Ja. Da ist unser erster Sohn auf die Welt gekommen. Das ist schon ein spezieller Ort, an den man sich erinnert, oder? Ja, also ich denke, dass da von der Familie war, da sind mehr Emotionen mit dem Baby, mit den Erlebnissen, die man hier hatte. Die Firma war genau das Baby. Da sind auch Emotionen rum, aber die vom Säugling überwiegen auch natürlich die Erinnerungen, die man hier hat. Familie und Firma wachsen. Andermatts ziehen aufs Land, nach Groß-Dietwil, Luzern. Sie mieten ein altes Bauernhaus. Für sich, ihre Mitarbeiter und ihre Madenzucht. Für die anderen Bauern sind sie Exoten. Man hat uns am Anfang den Würmli-Bauer genannt. Ja, das ist noch lange an uns haften geblieben. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch sagen. Nebenan entsteht ab 1993 der heutige Firmensitz. Doch die Erinnerungen an die Madenzucht in der eigenen Küche sind noch lebendig. Das sind tote Raupen voller Viren. Und die hat man dann genommen und hat sie gemixt. Und das ist auch unser Küchenmixer. Also uns hat das nicht geruset, man hat das einfach nachher gewaschen und man hat das auch in unserer Küche weiter eingesetzt. Das hat man ja gewaschen und das ist auch nicht giftig. Also ihr habt damit die Maden zerkleinert und nachher habt ihr wieder Kuchen gebacken? Zum Beispiel, oder den Babybrei gemacht. Über 200 Angestellte arbeiten mittlerweile für die Andermatt Holding. Dies ist aufgeteilt in 12 einzelne Firmen: Biopflanzen, biologische Tiermedizin und Pflanzenschutzmittel. Eine breite Produktpalette auch für Hobbybiogärtner. Die Bekämpfung der Obstmade ist nach wie vor ein Kerngebiet. Die Obstmade entwickelt sich aus dem Ei eines Schmetterlings, des sogenannten Apfelwicklers. Das Schöne an dem Produkt ist, dass die Viren hochspezifisch genau auf diesen Schmetterling wirken und alle anderen Lebewesen sogar andere Schmetterling völlig in Ruhe lassen. Man kann also ganz wie chirurgisch ganz gezielt das Problem rausholen, das man hat, und alle anderen Lebewesen bleiben unbeeinträchtigt.
Die Würmli-Bauern bleiben den Würmern treu, auch bei ihrer neuen Geschäftsidee. Ja, die sieht aber gut aus. Ja, schön groß und fein. Diese Mehlwürmer dienen nicht der Virenzucht, sondern als Nahrungsmittel. Ein Eiweißspender für Mensch und Tier. Mit ihrer Insektenzucht für Lebensmittel haben Andermatts schweizweit einmal mehr die Nase vorn. Unterwegs nach Deutschland. Das Ausland ist wichtig für Andermatts. Der weltweite Export ihrer Produkte macht rund die Hälfte des Umsatzes aus. In Baden-Württemberg treffen wir Obstbauer Markus Bürgin. Einer von Andermatts ersten Auslandskunden. Hier gab es erstmals resistente Obstmaden. Andermatts mussten ihr Spritzmittel weiterentwickeln. Trotz Virenspritzmittel überleben aber immer noch einige wenige Maden. Es waren jetzt von den 100 Äpfeln, waren es 2 oder 3 Äpfel, die wir sein. Bei dem sieht es so aus, da könnte noch ein rechter Bauer hätte Sackmasse. Aber ich heiße im Auto. Man hat auf der Welt etwa die Hälfte weniger Nahrung zur Verfügung, wenn man keinen Schutz macht. Die biologischen Mittel haben den riesigen Vorteil, dass die Nebenwirkungen viel geringer sind. Es ist von mir aus gesehen der einzige richtige Weg. Martin und Isabel Andermatt werden ihre Firma in einigen Jahren abgeben an ihre Mitarbeiter. Bleiben aber wird ihre Pionierleistung für den biologischen Pflanzenschutz.